Sie sind hier, 12. November 2018, 14.34 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Drago Vukovic fehlt dem VfL Gummersbach monatelang. Urheberrecht Getty Images. Schlechte Nachrichten für den VfL Gummersbach. Kapitän Drago Vukovic zieht sich eine schwere Verletzung zu und fällt mehrere Monate aus. Handball-Bundesligist VfL Gummersbach muss mehrere Monate ohne Kapitän Drago Vukovic auskommen. Der 36-Jährige zog sich im Ligaspiel beim Bergischen HC am Sonntag, 28:30, wie befürchtet einen Achillessehnenriss zu. Vukovic war in der 11. Spielminute ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen und musste im Anschluss vom Spielfeld getragen werden. Gummersbach rechnet mit einer Ausfallzeit von 6 Monaten. Die Verletzung von Drago ist natürlich in erster Linie für Drago ärgerlich, da er nach seiner Schulterverletzung in Berlin jetzt wieder eine lange Ausfallzeit vor sich hat, sagte Gummersbachs Geschäftsführer Christoph Schindler, gleichzeitig aber auch für uns, weil er als Kapitän und Abwehrchef eine ganz wichtige Säule in unserem Spiel ist. Deshalb wünschen wir Drago natürlich gute Besserung. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.